Heute in der Sendung: Film ab, Eröffnung der 40. Berlinale. Hilfe für die DDR, deutsch-deutsche Mittelstandstagung. Und Kitas, weiter streiken oder Einigung. Guten Abend und willkommen zur Abendschau. Etwas Erfreuliches gleich zu Anfang der Sendung. Geld von der Europäischen Gemeinschaft für einen Brückenschlag zwischen Ost- und West-Berlin. Einen Scheck über 10 Millionen Mark bekam der regierende Bürgermeister heute von Bruce Millen, Mitglied der EG-Kommission, überreicht. Diese Finanzspritze deckt etwa die Hälfte der Kosten, die für den Wiederaufbau der Kronenprinzbrücke benötigt werden. Diese Brücke, im Krieg zerstört und in den 50er Jahren abgetragen, überspannt die Spree in der Nähe des Reichstagsgebäudes und verbindet das Alsenviertel mit dem Charité-Gelände. Nach alten Plänen soll auf schnellstem Weg ein europaweiter Wettbewerb ausgeschrieben werden, denn Ende 1994 soll die Brücke fertig sein. Für andere Brückenschläge gibt es noch Hemmschwellen, besser gesagt warnende Stimmen. Sie richten sich gegen den Wiedervereinigungstaumel. Die Vereinigte Linke, Teile des Neuen Forums, die Grüne Partei und die Westberliner AL heute auf einer Pressekonferenz in Ost-Berlin. Im Ostberliner Haus der Demokratie empfahlen heute nachdenkliche Stimmen: Vertrauen in die eigene Kraft als Alternative zur Illusion, mit Einheit und D-Mark die tiefgreifenden Probleme der DDR lösen zu können. Sie hegen den Verdacht, dass die Politiker nach den Wahlen am 18. März ihre Angebote relativieren und den ökonomischen Sachzwängen anpassen, vor denen Experten jetzt schon warnen. Die Nachdenklichen beklagen, dass ein schneller Anschluss nicht nur ein Ende des revolutionären Prozesses bedeute. Aufgrund des Produktivitätsgefälles von rund 50% können die DDR-Wirtschaft die Konkurrenz nicht aushalten. Sie befürchten, 2/3 aller Betriebe ruiniert, hohe Arbeitslosigkeit, mindestens 2 Millionen Abwanderer, die sozialen Systeme würden extrem hoch belastet. Sie fordern die Regierungen auf, die Militärhaushalte drastisch abzubauen, um mit diesen Mitteln Hilfsprogramme finanzieren zu können. Vieles ist schon auf den Weg gebracht zur Gemeinsamkeit zwischen Deutschland Ost und Deutschland West. Anderes muss noch kräftig angeschoben werden. Wo es schon problemlos funktioniert, das sind die internationalen Berliner Filmfestspiele, die in wenigen Minuten mit dem amerikanischen Streifenstil Magnolias eröffnet werden. Mitten im Eröffnungstrubel Angelika Neumann und Uli Zelle. Ganz richtig, und Trubel herrscht hier wirklich draußen vor der Tür. Kita, Protest und hier im Foyer des Zoopalastes Premierenfieber vor dem Eröffnungsfilm Steel Magnolias, der, wie gesagt, diese Berlinale jetzt hier starten wird. Diese Berlinale, die von heute bis zum 20. Februar Cineasten aller Länder in unsere Stadt lockt, und zwar in beide Teile. Alle wollen kommen, um das Mammutangebot von rund 800 Filmen zu sehen, die zum ersten Mal hüben wie drüben gezeigt werden. Ja, ich würde sagen, diese Berlinale anno 90 ist eine echte Ost-West-Premiere. Und es wird zweimal Geburtstag gefeiert. Die Berlinale hat Geburtstag, sie ist nämlich 40 Jahre. Aus diesem Anlass gibt es eine Retrospektive rund um das Jahr 1945. Und das Forum des jungen Films wird 20. Aus diesem Anlass werden Regalfilme gezeigt. Regalfilme, das sind Filme, die in den Archiven geschlummert haben, weil sie schlichtweg verboten waren. Unter anderem zum Beispiel ein Film mit Manfred Krug aus der DDR aus dem Jahre 1965-66. Ja, und weiterhin im Festivalprogramm natürlich das Panorama mit 50 Filmen. Und dann gibt es natürlich ein Kinderfilmfest und die große Filmmesse. Im offiziellen Programm in diesem Jahr 30 Spielfilme, von denen sich 22 dann um den goldenen oder silbernen Bären bewerben werden. Und auffallend diesmal natürlich auch wieder die enorme USA-Präsenz. Die Vereinigten Staaten sind mit 7 Produktionen und einer Co-Produktion vertreten. Und das gab schon vorher eine ganze Menge Kritik. Ja, was gibt es noch Interessantes zu sagen? Naja, ein Star ist eigentlich schon wieder weg, schon wieder abgereist. Arthur Miller, der hatte es sehr eilig. Er ist schon vor Beginn der Berlinale wieder zurückgekehrt in die Vereinigten Staaten. Er hatte keine Zeit, seinen Film zu sehen, für den er das Drehbuch geschrieben hat. Und er hatte noch nicht einmal Zeit, ins Schillertheater zu gehen, denn dort läuft gerade seine Hexenjagd. Die Berlinale 1990, eine Filmmesse mit wenig großen Namen, aber vielen guten Namen. Ja, und auf einige sehr gute Namen, meine Damen und Herren, haben wir gewartet. Aber ich habe es vorhin schon angesprochen, es gibt hier eine Menge Trubel draußen vor der Tür. Und deswegen sind auch unsere Stars, glaube ich, nicht rechtzeitig gekommen. Aber wir verraten Ihnen, auf wen wir hier warten. Bitte, Uli, das ist dein Part. Richtig, das ist Daryl Hannah, Julia Roberts, Olympia Dukakis und Sally Field. Das sind die Hauptdarstellerinnen in dem Film Steel Magnolias. Und falls Sie wie so viele keine Karte für diese heutige Vorstellung hier bekommen haben, macht nichts. Die Abendschau schafft Abhilfe. Ralf Lange hat einige Ausschnitte für Sie zusammengestellt.
Man kann sich getrost in den Kinosessel zurücklehnen bei diesem Eröffnungsfilm. Es wird geheiratet, getratscht und gestorben, so wie im richtigen Leben. Aber hier ist alles rosarot und ab und zu gibt es da auch noch ein Problem, aber dies nur am Rande. Who gives this woman in marriage? Her mother and I do. Das Hauptproblem, die junge Frau kann eigentlich keine Kinder bekommen. Listen to me. I want a child of my own. Wäre da nicht die gute Familie, die in allen Lebenslagen hilft? Und natürlich, Problem hin oder her, die Stärke der Frauen, wie der Film auch im Untertitel heißt. Gut 2 Stunden, typisch amerikanische Unterhaltung und dies mit einigen tragischen Höhepunkten. Oh, hey, Ann, to my new grandbaby. May he be as good looking as I am. Denn am Ende wird die Frau und Mutter einfach aus dem Leben gerissen. Das Kind aber ist versorgt. Es gab auf jeden Fall schon stärkere Eröffnungsfilme auf der Berlinale. Im Studio begrüße ich Günther von Lojewski, den Intendanten des Senders Freies Berlin. Ja. Guten Abend, Herr von Lojewski. Wir haben gerade gesehen, Filmfestspiele, das ist ja ein gemeinschaftliches Unternehmen, das erfolgreich auf den Weg gebracht wurde. Es soll ja alles noch sehr viel weitergehen. Gestern hat der Regionalausschuss getagt und hat vorgeschlagen, Kooperation, enge Zusammenarbeit zwischen der Abendschau und dem DDR-Fernsehen und dem Hörfunk. Wird der SFB, werden Sie diese Anregung aufgreifen und wie soll das überhaupt aussehen? Also zunächst mal zeigt sich jetzt, Berlin ist wirklich ein Zentrum der Kommunikation, nicht? Ob das die Filmfestspiele sind oder ob man über die Abendschau denkt. Und Abendschau, glaube ich, ist ja nur das Synonym für eine besonders erfolgreiche Sendung, die in Berlin ihren Platz hat. Also ich will sagen, sicherlich will der Regionalausschuss uns nicht vorschreiben, was für Sendungen wir machen. Das kann der gar nicht, dem Sender Freies Berlin das vorschreiben. Aber er will die Anregung geben, dass wir auch auf dem Felde des Fernsehens und des Hörfunks jetzt natürlich zunehmend mit den Kollegen in Ostberlin ins Gespräch kommen. Und das tun wir schon. Sind schon Gespräche vorgesehen? Denn man möchte ja auch gerne wissen, was die Kollegen vom DDR-Fernsehen zu diesen Vorstellungen sagen. Also es ist tatsächlich richtig. Wir haben schon eine ganze Menge Gespräche gehabt und wir haben auch schon weitere Termine verabredet. Aber Sie wissen, wie das ist, nicht nur bei uns im Sender Freies Berlin, auch drüben. Die Kollegen wollen eingebunden sein, die müssen wissen, was läuft und dieses ist im Augenblick im Gange. Aber ich meine, man muss auch eines sehen, dass wir natürlich dieser Regionalausschuss erstmal einige Bedingungen schaffen muss, dass das mit der Kooperation überhaupt funktionieren kann. Finanzieller Art meinen Sie jetzt? Oder? Na, finanzieller Art auch, denn ich meine, alles, was im Augenblick zwischen Ost und West zusammenwächst, kostet auch Geld. Aber ich will es mal vielleicht an einem Beispiel machen. Wenn wir also mit der Abendschau drüben mit den Kollegen zusammenarbeiten sollten, dann müssen ja Beiträge von Ost-Berlin nach West-Berlin kommen. Und noch haben wir immer das Problem, dass unsere Kollegen mit ihren Filmbeiträgen, wenn sie von Ost nach West gehen, umgekehrt an der Mauer warten müssen, wie jeder andere auch. Das kann zu lange dauern für einen schnellen Beitrag. Dann gibt es die Alternative, wir nehmen uns eine Leitung von Ost nach West oder West nach Ost, die kostet wieder Geld. Also hier sind erstmal Bedingungen zu schaffen, die noch nicht erfüllt sind und das muss der Regionalausschuss in die Wege bringen, bevor wir auf dem Bildschirm das so zeigen können, wie das vorgesehen ist. Gibt es nun irgendeine konkrete Vorstellung für ein Projekt in naher Zukunft? Na, wir haben doch schon eine Menge Projekte gemacht. Im Hörfunk, ja, im Hörfunk haben wir es viele gemacht. Ja. Im Fernsehen haben wir es im ersten Programm gemacht, im dritten machen wir es laufend. Und das wird jetzt immer intensiver werden, das ist gar kein Zweifel. Natürlich, denn wir erschließen uns ja jetzt gemeinsam die Region, denn wir sind ja für die Menschen in Ost-Berlin und West-Berlin gleichermaßen da. Das waren wir immer, jetzt wird es deutlich. Vielleicht ist auch die Situation, die ja nach der Wende auftrat, dass das DDR-Fernsehen plötzlich auch spannend geworden ist. Da war ja so ein bisschen Konkurrenzsituation entstanden. Das kann man ja damit auch, könnte man dann auch sehr schnell wieder abbauen. Ne? Also erstens mal ist ja Konkurrenz nichts Schlechtes. Und das bekommt uns aussprachen gut. Ja. Aber ich glaube schon, es ist richtig, dass natürlich auch das, was an Kapazitäten da ist, an Menschen da ist, an Material da ist, zusammengeführt werden muss. Das wird die Konkurrenz vielleicht nur für uns verstärken, für die Öffentlich-Rechtlichen, wenn die da drüben eines Tages öffentlich-rechtlich sein sollten. Zum Schluss noch eine Frage, was wünscht sich denn unser Intendant für die Medienzukunft? Kurz bitte die Antwort. Ich wünsche mir, dass unser Haus hier an der Masurenallee, das vor mehr als 60 Jahren gebaut worden ist, um in Freiheit für Berlin und die Region zu berichten, diesen Auftrag, den es in seiner ganzen Geschichte zwischen 1933 und 45, 45, 54, jetzt bis zum Mauerbau, nie hat erfüllen können oder kaum hat erfüllen können, dass wir endlich das mal tun können. Für Berlin, die Region,
in Freiheit berichten. Das wünschen wir uns alle. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Bei uns geht es erstmal weiter mit den Nachrichten und Uli Herzog. Der 18. März sei aufgrund der dramatischen Wirtschaftslage nicht mehr haltbar. Schon in wenigen Tagen sei die DDR zahlungsunfähig. Deswegen müsse die Wahl erneut vorgezogen werden. Das meldete eine Nachrichtenagentur unter Berufung auf Regierungskreise in Bonn. Reaktion von Volkskammerpräsident Malleuder auf die Meldung: Eine Wahl noch vor dem 18. März sei absolut ausgeschlossen. Auch sei die DDR nicht zahlungsunfähig. Inzwischen hat auch die Bundesregierung die Meldung in einer offiziellen Stellungnahme zurückgewiesen. Regierungssprecher Klein erklärte, man sei nicht der Auffassung, dass der Wahltermin noch kurzfristig in Frage gestellt werden könne. Geldsegen von der Europäischen Gemeinschaft. Berlin erhält bis 1991 aus dem EG-Regionalfonds 123 Millionen Mark. Sie sollen für ein Entwicklungsprogramm verbraucht werden, auf das sich die EG-Kommission und der Senat verständigt haben. Unter anderem ist daran gedacht, ehemalige Industrieflächen wieder nutzbar zu machen. Medizinische Unterstützung für die DDR. Wie zu 32 anderen Krankenhäusern im Bezirk Potsdam brachte heute das Deutsche Rote Kreuz auch in das Bezirkskrankenhaus kistenweise Versorgungsmaterial. Das Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen finanziert überwiegend die Aktion Schnelle Hilfe. Insgesamt sind das etwa 30 Millionen Mark. DRK-Präsident Prinz zu sein Wittgenstein und Ministerin Dorothee Wilms begutachten hier die sogenannten Krankenhausversorgungssets. Das sind zum Beispiel Einwegspritzen, Transfusionsgeräte, Katheter, Skalpellklingen, OP-Handschuhe und Verbandsmaterial. In diesem Jahr sollen insgesamt 600 Krankenhäuser der DDR mit 6000 dieser Sets beliefert werden. Die politischen Veränderungen in der DDR und in osteuropäischen Ländern machen es möglich. Fast alle Mitarbeiter des Landes Berlin dürfen jetzt die Transitwege benutzen und in den Ostblock reisen. Die Alliierten haben heute einem entsprechenden Senatsbeschluss von Anfang Januar zugestimmt. Ausgenommen von der neuen Regelung bleiben weiterhin die Mitarbeiter des Verfassungsschutzes und ein kleiner Kreis von polizeilichen Staatsschützern. Erlaubt ist ihnen jedoch die Fahrt durch Ost-Berlin mit Zügen der BVG. Mehr als 40 Jahre nach der Staatsgründung hat die DDR jetzt offiziell die Mitverantwortung für die Judenvernichtung während der Nazizeit übernommen. In Briefen von Ministerpräsident Modrow an die israelische Regierung und an den jüdischen Weltkongress verpflichtet sich die DDR-Regierung prinzipiell zur materiellen Wiedergutmachung. Das berichtete heute der israelische Rundfunk. Der Direktionsvorsitzende des Zentralrates der Juden in Deutschland, Galinski, hat den Schritt der DDR-Regierung heute begrüßt. Medienpreisverleihung. Im Schloss Bellevue wurden heute Hörfunk- und Fernsehjournalisten ausgezeichnet, und zwar für ihre Sendungen, die sich in herausragender Weise mit dem Verhältnis der beiden deutschen Staaten auseinandergesetzt haben. Dorothee Wilms, Ministerin für innerdeutsche Beziehungen, verlieh fünfmal den Ernst-Reuter-Preis 1989 an Radiojournalisten. Der Jakob-Kaiser-Preis für Fernsehjournalisten ging an den Süddeutschen Rundfunk für die Sendung DDR in der Sackgasse und an die ZDF-Redaktion Doppelpunkt für einen Beitrag über junge DDR-Flüchtlinge. Auch Heinz Sielmann wurde ausgezeichnet für seine Expedition zu Tieren im Schatten der Grenze. Und hier noch eine Meldung vor 10 Minuten aus dem Nachrichtenticker. Die Glienicker Brücke heißt seit heute auch auf östlicher Seite wieder Glienicker Brücke. Außerdem erhielt Potsdams Hauptgeschäftsstraße ihren alten Namen Brandenburger Straße zurück. Am Brandenburger Tor und an dessen Seitenaufbauten haben heute die bereits angekündigten Reparaturarbeiten begonnen. Beseitigt werden die Schäden, die Jugendliche in der Silvesternacht angerichtet hatten. Der regierende Bürgermeister Momper und CDU-Chef Diebken haben sich heute zu einem Gespräch im Rathaus Schöneberg getroffen. Dabei ging es vor allem um die politische und wirtschaftliche Situation in der DDR. Einzelheiten waren weder von Senatssprecher Kohlhoff noch von Diebken zu erfahren. Die erste Ostfiliale einer Westdrogeriekette wurde heute in der Husemannstraße 16 in Ost-Berlin eröffnet. Schon seit 3 Jahren hat Rolf Blaser diesen Drogerieladen. Nach Öffnung der Grenzen nahm er Kontakte zu dem Westkonzern auf und heute wurden die ersten Waren geliefert. Sprays und Deos gingen weg wie nichts. Wir haben heute früh Ware für ca. 7.000 Mark eingesetzt und diese Ware ist innerhalb von 3 Stunden so gut wie weg. Sie sehen das, wir sind ausverkauft. Es ist ein ganz großer Bedarf, ein Nachholbedarf, muss ich sagen. Und vor allem das Schöne ist ja daran, wir verkaufen das zur Ostmark im Kurs 1:3, also für jeden DDR-Bürger erschwinglich. DDR-Wirtschaftsministerin Christa Luft kündigte heute die Reprivatisierung zwangsverstaatlichter DDR-Betriebe an. Ein entsprechender Gesetzesentwurf sei in Arbeit und soll noch in diesem Monat vorgelegt werden. Diese Ankündigung machte die Wirtschaftsministerin in West-Berlin auf einer Tagung
an der 1000 Wirtschaftsvertreter, Unternehmer und Betriebsleiter aus beiden deutschen Staaten teilnahmen. Dabei ging es um Fragen deutsch-deutscher Unternehmenskooperationen. Das Interesse auf beiden Seiten ist riesengroß. Nahezu jede Woche gibt es mittlerweile hüben oder drüben deutsch-deutsche Wirtschaftskonferenzen, Mittelstandstagungen, Seminare für Handwerker und kleine Gewerbebetriebe. Und sie sind immer überlaufen. Informationsbedarf. Erst durch die zunehmenden Kontakte in den vergangenen Wochen wurde offenkundig, wie wenig man weiß von den Betriebsstrukturen und Abläufen bei den anderen. Der treibende Beweggrund für den starken Zulauf, miteinander ins Geschäft zu kommen, den Zug nicht zu verpassen. Dieser Zug für Griechenland wurde gemeinsam gebaut und ausgerüstet vom DDR-Kombinat Lokomotivbau Elektrotechnische Werke sowie von AEG und Siemens, ein Projekt schon aus der Zeit vor dem 9. November. Jetzt vereinbarten das DDR-Kombinat und AEG, ein Gemeinschaftsunternehmen zu gründen. 5 westliche Fotounternehmen gründeten gestern in Ostberlin mit dem staatlichen DDR-Außenhandel eine Vermarktungsgesellschaft für den Vertrieb von Fotoartikeln in der DDR. Die westlichen Anteilseigner haben mit 51% Kapitalanteil die Mehrheit. Der DDR-Vorzeige-VEB Robotron Elektronik will zusammen mit einem bayerischen Unternehmer ein CD-Plattenwerk in Thüringen bauen. Wir wünschen grundsätzlich ausländische Beteiligung. Wir brauchen Kapital. Und da wir natürlich alle Effekte nutzen, darunter territoriale Nähe, keine Sprachbarrieren, viele historische Verbindungen, die es gibt, hat die Bundesrepublik selbstverständlich einen besonderen Platz in all den Kooperationsbeziehungen, die wir anstreben und ausbauen. Aber ich will auch ausdrücklich sagen, Marktwirtschaft ist Wettbewerb und so werden wir auch Investoren aus anderen Ländern eine Chance geben, das heißt einen echten Wettbewerb veranstalten. Schon in der kommenden Woche gibt es in Westberlin die nächste Kontaktbörse, veranstaltet vom Deutschen Industrie- und Handelstag DIHT. 8000 selbstständige Unternehmer, Betriebsleiter und Führungskräfte der Wirtschaft aus beiden Staaten haben sich dafür angemeldet. Heute ging der zweitägige Kongress der Europäischen Sozialdemokraten im Reichstagsgebäude zu Ende. Der Vorschlag des regierenden Bürgermeisters Walter Momper, die KSZE, die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, im Sommer in Berlin abzuhalten, wurde zwar noch nicht beschlossen, aber vom Bund der Sozialdemokraten in der Europäischen Gemeinschaft befürwortet. Für die 300 sozialdemokratischen Parteimitglieder aus dem In- und Ausland war es heute Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen. Wichtigste Ergebnisse: Die Sozialdemokraten und Sozialisten unterstützen das Recht der Deutschen, ihre staatliche Einheit wiederzuerlangen. Dieser Prozess müsse aber unter Beachtung der Grundsätze der Schlussakte von Helsinki erfolgen. Und das beinhalte auch die Respektierung der nach dem Zweiten Weltkrieg festgelegten Grenzen, insbesondere der polnischen Westgrenze. Die Sozialdemokraten befürworten bis zu einer europäischen Friedensordnung den Verbleib der Bundesrepublik in der NATO. Auf die Frage, wie eine verstärkte wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Gemeinschaft und den Ländern des Ostblocks aussehen könne und welche Möglichkeiten der Durchsetzung die Sozialdemokraten haben, die ja nicht in allen EG-Ländern regieren, antwortete der SPD-Vorsitzende Hans-Jochen Vogel. Also das Letztere muss ja kein Dauerzustand sein. Es finden ja von Zeit zu Zeit Wahlen statt. Insofern möchte ich es bei dieser Bemerkung bewenden lassen. Zur ersten Hälfte Ihrer Frage: Die Bereitschaft, die Kooperation der EG in jeder Form mit den osteuropäischen Ländern und insbesondere mit der DDR zu verstärken, ist von allen Seiten bekräftigt worden. Aber ich möchte doch auch einmal darauf verweisen, welche großen Chancen in dieser Entwicklung liegen. Nicht nur für die Sicherung des Friedens, sondern auch für die weitere wirtschaftliche Entwicklung. Denn wenn Osteuropa seinen Wirtschaftsprozess in Gang setzen kann, dann haben wir es auch mit Partnern zu tun, die für uns durch das, was sie im Handelsaustausch von uns beziehen, einen außerordentlich positiven Faktor in unserer Entwicklung darstellen. Was für die Parteien die Parteitage sind, das ist für den DGB Berlin die Landesbezirkskonferenz. Die fand heute im ICC statt und dabei ging es nicht nur um die Neuwahl des Vorstandes, sondern auch um den aktuellen politischen Streit zwischen dem Senat und den Gewerkschaften
in Sachen Kita. Mehr von Hans-Joachim Lorenz. Der Gewerkschaftstag wurde fast zum Happening, als streikende Kindergärtnerinnen unter dem Beifall der Delegierten in den Saal einzogen, um ihrer Forderung nach einem neuen Tarifvertrag Nachdruck zu verleihen. Doch die erhofften Ansprechpartner vom Senat waren nicht da. Weder der regierende Bürgermeister noch der Arbeitssenator gaben dem DGB die Ehre, das gegenseitige Verhältnis ist schlecht. Lediglich Bundessenatorin Pfarr machte einen Höflichkeitsbesuch von wenigen Minuten. Im Kita-Streik jedenfalls wollen die Gewerkschaften nicht nachgeben. Ohne neuen Tarifvertrag wird weiter gestreikt. Und deshalb warnen wir den Senat davor, die politische Situation zu missbrauchen, um die anstehenden Tarifverhandlungen etwa nicht zu führen oder einen Abschluss weit hinaus zu zögern. Zuspruch für die Streikenden auch vom DGB-Vorsitzenden Ernst Breit, der davor warnte, in diesen Zeiten die sozialen Probleme zu vergessen. Probleme, die sich vergrößern könnten, wenn der Übersiedlerstrom aus der DDR anhält. Breit fordert schnelles Eingreifen und massive Wirtschaftshilfe für die DDR. Schnell einsetzende und umfassende Hilfen für eine positive wirtschaftliche Entwicklung sind dringend erforderlich. Aus der Bundesrepublik und aus der Europäischen Gemeinschaft insgesamt, ohne dass sie mit Bedingungen und Vorgaben verknüpft werden, über die man erst nach längerer Zeit entscheiden kann. Beifall gab es für die Kritik des DGB an der Wirtschaftspolitik des Senats. Zunehmende Dauerarbeitslosigkeit und strukturelle Probleme habe Rot-Grün trotz aller Versprechen nicht gelöst. Leider, Kolleginnen und Kollegen, haben wir bisher auch im Bereich der Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik wenig Neues zur Kenntnis nehmen zu können. Die angekündigten arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitischen Maßnahmen sind bisher nur zögerlich angepackt und kaum umgesetzt worden. Des Weiteren fordern wir den Senat auf, endlich wirtschafts- und arbeitsmarktpolitische Konzeptionen vorzulegen, die auf Vollbeschäftigung, qualitatives Wachstum und soziale Beherrschung der Produktivitätsentwicklung ausgerichtet sind. Die Wiederwahl von Pagels war schließlich unumstritten. Ohne Gegenkandidat erhielt er 37 von 46 abgegebenen Stimmen. Ernst Breit gratulierte. Eltern, Kinder, Erzieher, Gewerkschaften und Senat, alle hoffen auf eine schnelle Lösung im Kita-Konflikt. Sprich Beendigung des Streiks, der nun bereits 4 Wochen dauert. Eine Einigung ist noch immer nicht in Sicht. Dagmar Pfeiffer zur Stimmungslage unter den Erziehern. Trotz erklärter Verhandlungsbereitschaft auf beiden Seiten, die Fronten bröckeln immer noch nicht. Streikvollversammlung der Erzieherinnen und Erzieher heute Nachmittag in der Technischen Universität. Beinahe schon ein wöchentliches Ritual. Manches Mal ist, wenn ich so eine Kindergruppe auf der Straße sehe, denke ich, oh, möchte es doch gerne wieder arbeiten gehen und mit den Kindern zusammen. Wie viele Sachen, die ich jetzt in der Zeit aufgebaut habe, gehen durch den Streik ein bisschen kaputt einfach. Ne? Ich muss wieder von neuem anfangen, vor allen Dingen, wenn ich mit kleineren Kindern arbeite. Aber es ist halt auch einfach wichtig, dass wir unsere Forderungen durchkriegen für die zukünftige Arbeit. Die Eltern wissen, dass wir also ja was erreichen wollen für die Kinder. Ne? Und sie wissen, wie das in den Kitas zugeht, wie der Personal da ist, ne? Wie der Personalstand halt ist. Und dadurch halt stehen sie hinter uns und machen alles Mögliche und bringen es auf die Beine, halt, um uns zu helfen. Sie wollen nicht nachgeben. Der Beschluss der gewerkschaftlichen Tarifkommission wird verkündet. Es soll weiter gestreikt werden. Nicht nur die Situation der Eltern ist unerträglich, auch die Streiksituation wird für die Streikenden immer mühevoller. Es wird Zeit, dass wir an den Verhandlungstisch zurückkehren. Im Interesse der Kinder, im Interesse der Alleinerziehenden, im Interesse der Väter und Mütter und der Streikenden. Nur an den Verhandlungstisch zurückzukehren heißt eben auch, vertragliche Lösungen ins Auge zu fassen. Und da gibt es im öffentlichen Dienst, wie gesagt, nur den Tarifvertrag. Verhandlungen ja, aber keine Tarifverhandlungen, so der Senat. Auch wenn sie die Bedingungen des Innensenators einschließen, wie die Gewerkschaft es nun anbietet. Er fühlt sich an die Beschlüsse der Tarifgemeinschaft der Länder gebunden und die sind negativ. Auch wenn der Streik an den Kitas am Montag schon in die 5. Woche gehen wird, eine Lösung des Konflikts ist nicht abzusehen. Kita-Streik, das ist auch das Thema heute Abend im Stadtgespräch. Der Kita-Streik. Er ist heute Stadtgespräch. Seit 4 Wochen Streik und Demos. Streit um das Reizwort Tarifvertrag. Was wäre durch einen solchen Vertrag gewonnen? Und warum wird er nach wie vor so hartnäckig verweigert? Wann reißt der Geduldsfaden der Betroffenen? Senat und Gewerkschaften, Eltern und Erzieher kreuzen heute Abend die Klingen.
live im Stadtgespräch. 20:15 Uhr, drittes Programm.